kann dir jetzt nicht streicheln. Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom Januar und Februar für euch. Ich hatte es ja in meinem Neuerscheinungsvideo gesagt, dass ich die beiden Monate zusammenpacke, was den Lesemonat und die Neuzugänge betrifft, weil ich einfach mit meinem Drehplan nicht mehr hinterherkomme, aufgrund dessen, dass ich ja 4 Wochen krank war. Und Milo hat es ja auch schon gemütlich gemacht. Und ja, ich war auf jeden Fall ja 4 Wochen krank und dadurch hänge ich jetzt mit meinem persönlichen Plan, den ich mir ja gemacht habe, ziemlich hinterher. Und damit ich das jetzt nicht noch die nächsten Wochen und Monate mit sich ziehe und ich ewig nicht wieder in meinen Rhythmus komme, habe ich gedacht, ich packe einfach alles zusammen. Und damit ich auch irgendwie mal wieder up to date bin mit meinen Videos, ja, Lesemonat Januar, Februar. Ich habe im Januar, Februar insgesamt, wie viel habe ich denn gelesen? 1, 2. Ich habe im Januar und Februar insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, glaube ich 14 Bücher gelesen, was jetzt nicht so monströs mega viel ist. Also ich hatte schon Monate, da habe ich im Monat 14 Bücher gelesen, weswegen ich das von der Anzahl her auch noch okay finde, die Videos zusammenzupacken. Und ja, ich habe nur folgendes Problem. Ich kann mich aus den Büchern vom Januar teilweise nicht mehr so genau erinnern. Also ich erinnere mich nicht mehr so genau, was ich da hundertprozentig bei jedem Buch empfunden habe während des Lesens, und ich erinnere mich auch nicht mehr an jede Szene oder so und was ich dabei empfunden habe. Und das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich ein Mensch bin, der auf emotionaler Ebene denkt und handelt, und wenn ich das dann halt nicht mehr weiß, ist das für mich dann ein bisschen schwierig. Aber ich gebe mein Bestes, euch die Bücher noch alle vorzustellen und euch meine Meinung auf jeden Fall dazu zu sagen, denn das weiß ich natürlich noch. Und ja, ich glaube, wir haben auch schon mein Hassbuch des Jahres jetzt dabei. Ich glaube, das habe ich im Februar gleich entdeckt. So wie Bourbon Kings ja letztes Jahr mein Hassbuch war, wird es dieses Jahr wahrscheinlich dieses hier, was ich dabei habe. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was das für ein Buch ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Also ich habe mir die Bücher jetzt hier schon mal in der Reihenfolge hingelegt, wie ich sie auch gelesen habe. Wir fangen einfach mal mit dem ersten an und ich versuche euch noch das zu erzählen, was ich darüber weiß, und euch das noch nahe zu bringen. Und mein erstes Buch in 2019 war Solange wir schweigen von Sarina Bowen, der dritte Teil der Ivy Years Reihe. Und dieses Buch war eine Premiere für mich, denn es war mein erster Gay-Roman. Ich habe ja sehr, sehr lange mich so ein bisschen davor gescheut, diese Bücher zu lesen, weil ich immer Angst hatte, dass ich das nicht nachempfinden kann, dass ich mich in die Charaktere nicht hineinversetzen kann, dass ich da halt einfach so auf der Gefühlsebene nicht mit zurechtkomme. Und ich habe mir dann aber gedacht, ich will diese Reihe lesen und ich mag Sarina Bowen, ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe ihre Art, Geschichten zu erzählen, und wenn mich einer davon überzeugen kann, dann sie. Und ja, ich habe bei ihr auf jeden Fall voll aufs richtige Pferd gesetzt. Ich habe Solange wir schweigen gelesen und ich fand es richtig, richtig toll. Ich habe diese Geschichte auch wahnsinnig schnell gelesen. In diesem Buch geht es um Graham und Rika, wie auch immer. Und die beiden kennen sich schon aus der Highschool und ja, zur Highschool-Zeit war da irgendwie ein bisschen mehr zwischen den beiden als Freundschaft, aber sie konnten es sich damals beide nicht so hundertprozentig eingestehen. Und dann wurden die beiden aber aufgrund von Verkettung von Ereignissen quasi getrennt. Ich möchte jetzt hier nicht näher darauf eingehen, das sollt ihr selber herausfinden. Und die beiden treffen sich jetzt auf dem College wieder. Und als Graham Rika wieder sieht, bricht für ihn quasi erstmal eine Welt zusammen, denn Graham ist nicht schwul. Er hat sehr viel mit Frauen am Laufen und er traut sich aber, was Rika betrifft, selber nicht über den Weg zum einen, und zum anderen hat er natürlich Angst, dass Rika irgendwie was von ihrer gemeinsamen Vergangenheit erzählen könnte. Und so hat er mit Rika am Anfang auch ein ziemlich, ziemlich großes Problem. Und ja, mit der Zeit entwickelt sich dann aber wieder eine Freundschaft zwischen den beiden. Und ja, ob aus dieser Freundschaft vielleicht am Ende mehr werden kann oder halt auch nicht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht, was ich noch so in meinem Kopf habe. Ich kann nur dazu sagen, dass Graham halt, wie gesagt, nicht zu seiner Homosexualität steht. Er hat auch Angst davor, weil die beiden sind ja auch Footballspieler, und ja, im Sport ist das ja mit der Homosexualität immer auch heutzutage noch ein ziemliches Problem streckenweise, und Rika steht aber dazu. Also er geht offen damit um, es weiß auch jeder an seinem College, dass er schwul ist. Er ist jetzt auf dieses College gewechselt, gerade wegen seiner Homosexualität, weil das andere College, wo er vorher war, ihn deswegen, naja, rausgeworfen hat und ihn nicht mehr spielen lassen wollte. Und ja, es ist aber halt trotzdem nicht leicht, ich glaube, sich das einzugestehen und damit halt auch gerade an die Öffentlichkeit zu gehen, weswegen halt Rika auch sehr viel mit Vorurteilen zu kämpfen hat, gerade was seine Mannschaftskameraden betrifft. Und es war einfach schön, in dieser Geschichte auch zu sehen, wie sich das ganze Bild dann auch so zum Ende hin gewandelt hat.
Man hat in dieser Geschichte ja auch Hartley zum Beispiel aus dem ersten Teil von der Ivy Years-Reihe, der auch ja Football spielt und hier auch in dieser Geschichte mit drin vorkommt. Und ich fand es halt toll, dass Hartley da wirklich gesagt hat, mir ist das scheißegal, ob der schwul ist oder sonst was. Solange er wie ordentlich Football spielt, ist das für mich alles in Ordnung. Und er gehört zum Team, er gehört zur Mannschaft. Und ach, ich habe von Hartley eigentlich auch nichts anderes erwartet. Ganz ehrlich, dieser Typ ist einfach ein netter Kerl. So, was Graham betrifft, hatte ich am Anfang dieser Geschichte ein bisschen meine Schwierigkeiten. Nicht nur, dass er seine Homosexualität abgestritten hat, sondern er war auch richtig fies. Also er war auch gegenüber seinem ehemals besten Freund sehr, sehr gemein und sehr zurückhaltend und hat ihn halt ausgegrenzt. Und das fand ich am Anfang echt ein bisschen schwierig. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, was bist du denn für ein blödes Arschloch? Und ja, es hat sich dann mit der Zeit zum Besseren gewandelt, obwohl ich mit Graham bis zum Ende so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, weil ich ihn viele Art und Weise in seinem Denken und Handeln einfach nicht verstehen konnte. Ich fand dafür Rika aber ganz, ganz toll. Der war richtig toll. Oh, der war so süß. Ganz ehrlich, der war richtig süß. Was soll ich ansonsten zu dem Buch sagen? Ich mochte die Handlung. Ich fand die Charaktere im Großen und Ganzen super. Wie gesagt, bis auf meine Schwierigkeiten mit Graham. Aber ansonsten hat mich das auch alles nicht weiter gestört. Es hat jetzt nicht mich aus dem Lesefluss gerissen oder so. Ich habe mich halt nur manchmal über diesen Kerl ziemlich toll aufgeregt. Und ja, vom Setting her fand ich es wieder toll. Wir befinden uns hier wieder am Harkness College. Und auch was den Schreibstil von Sarina Born betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Die Frau schreibt einfach ganz, ganz tolle Bücher. Und mir hat der dritte Teil der IVS-Reihe sehr, sehr gut gefallen. Und ich freue mich auf den nächsten, der dann, glaube ich, im April auch erscheint. Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. So, und oder kommt der jetzt schon Ende März? Hatte ich den in den Neuerscheinungen für März? Nee, ich glaube, der kommt erst im April. Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall freue ich mich auf den neuen Teil der IVS-Reihe. Und ja. Wenn ihr mal einen Gay-Roman ausprobieren wollt und ihr seid euch da so ein bisschen unsicher, ob das was für euch ist, euch geht es da so wie mir, dann kann ich euch das Buch hier nur empfehlen. Ich finde, Sarina Born hat genau den richtigen Ton getroffen. Sie hat das mit dem richtigen Feingefühl erzählt und ja, ich finde, man kann sie auch super in ihre Charaktere hineinversetzen und ja, ich mag das Buch sehr. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen, dass ich im Januar und Februar so gut wie nur Liebesromane gelesen habe, weil ich irgendwie nicht viel Bock auf was anderes hatte. Ich habe dann erst so Mitte, Ende Februar wieder angefangen, was anderes auch mal zu lesen. Deswegen wundert euch nicht, dass das hier sehr liebesromanlastig ist. Ich habe dann danach gelesen, Schenk mir deine Träume von Mary Force. Das ist der vierte Teil der Green Mountain Serie. Und da war wieder ein richtig süßer Teil dieser Reihe. In diesem Buch geht es um, na genau, Hunter und Megan. Genau, Hunter und Megan. Seht ihr, da fängt es schon an. Ich vergesse die Namen. So, auf jeden Fall geht es hier um Hunter und Megan. Und die beiden kennen sich halt auch schon ziemlich lange. Und Megan war immer in Hunters Bruder Will verknallt, der ja aber im ersten Teil dieser Reihe mit Cameron zusammengekommen ist. Deswegen konnte Megan Cameron immer nicht leiden und hat sie auch scheiße behandelt. Und ja, jetzt ist es so, dass das Diner, wo Megan arbeitet, verkauft werden soll, weil das gehört ihr und ihrer Schwester. Und ihre Schwester zieht mit ihrem Mann nach Europa. Und ja, Megan steht jetzt quasi an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie keine Ahnung hat, was sie jetzt machen soll. Und sie überlegt halt auch aus ihrer Kleinstadt, wo sie wohnen, in Vermont. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen dieser Stadt. Naja, auf jeden Fall überlegt sie, dort wegzuziehen. Und das passt Hunter natürlich gar nicht, denn Hunter ist schon viele, viele Jahre heimlich verknallt in Megan. Und ja, die beiden kommen sich dann näher und Hunter bittet sie um ein Date. Und auf diesem Date passiert dann auch etwas zwischen den beiden. Und ja, ob Megan in dieser Stadt bleibt, deren Namen ich gerade vergessen habe, ey, das gibt's doch nicht. Butler heißt die Stadt. Butler. Ja, auf jeden Fall, ob Megan dann in Butler bleibt, Hunter zuliebe oder ob sie halt doch geht, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Und Chaos pur in meinem Kopf. Ich kann nur sagen, dass mir der vierte Teil der Green Mountain Serie wieder ganz gut gefallen hat. Es ist eine niedliche Liebesgeschichte, aber ich hatte hier ein ganz großes Problem mit der Geschichte und zwar, es passiert alles wahnsinnig schnell. Es passiert so unglaublich schnell. Dieses Buch ist so dick, da sollte man meinen, dass das eigentlich relativ langsam vomstatten geht, aber nein. Was zwischen Hunter und Megan abgeht, geht wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Die treffen sich, dann verlieben die sich ineinander und dann sind die auch schon zusammen. Und sie wissen beide, dass es wirklich sehr, sehr schnell geht. Und die haben auch beide da so ihre Zweifel an dem Ganzen. Aber trotzdem, trotz dessen, dass sich die Charaktere das bewusst waren, hat mich das irgendwie ein bisschen gestört. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil es in den anderen Büchern der Reihe alles eher
gediegener zugegangen ist und halt auch so ein bisschen langsamer und auch so ein bisschen mehr realistischer. Und ja, aber wie gesagt, es ging hier zwischen diesen beiden einfach übelst schnell ab. Und das hat mich so ein ganz klein bisschen gestört und genervt. Aber ansonsten fand ich die Geschichte wieder richtig süß. Aber es ist bis jetzt definitiv der schwächste Teil der Reihe. Ich glaube, es bleibt wahrscheinlich auch der schwächste Teil. Also was ich auch so von anderen gehört habe, die die Reihe schon komplett gelesen haben, die haben zu 90% alle gesagt, Band 4 ist der schwächste Teil der Reihe. Und dafür, dass es der schwächste Teil ist, fand ich ihn doch irgendwie noch ganz niedlich. Also es ist jetzt keine Geschichte, wo ich ausraste und sage, oh mein Gott, ihr müsst sie unbedingt lesen. Sie gehört aber zur Reihe dazu. Und ja, es ist eine niedliche Geschichte. Aber es ist jetzt nicht die beste der Reihe. Was soll ich dazu sagen? Es ist, wie es ist. Dann habe ich im Januar noch ein Buch gelesen, was ich zum Geburtstag mitbekommen hatte. Und zwar Dragon Fortune Episode 1 von der lieben Niki und von der lieben Talia. Dragon Fortune habe ich in der, ich glaube, ersten Rohfassung damals schon gelesen und fand die Geschichte richtig cool. Ich fand es auch schon cool, dass der Typ in diesem Buch Dominik heißt. Ich habe ja auch einen zu Hause, also von daher fand ich das schon mal sehr, sehr cool. Und ich fand auch die Idee mit diesem Drachen und diesem Fluch, worum es in dieser Geschichte geht, auch richtig, richtig cool. Das hat mich auf jeden Fall voll angesprochen. Und ja, ich freue mich, dass Niki die Geschichte jetzt rausgebracht hat. Mein Gott, es reflektiert. Echt krass, dieser Lack hier auf dem Buch. Heftig. Auf jeden Fall fand ich es toll, dass Niki die Geschichte jetzt rausgebracht hat und sie mir das Büchlein hier auch geschenkt hat und ich die Geschichte dann auch nochmal lesen konnte. Der zweite Teil ist jetzt im März mit rausgekommen. Er müsste inzwischen eigentlich auch erschienen sein. Ich glaube am 15. oder 11. März. Also auf jeden Fall ist er schon draußen, wenn das Video jetzt online ist. Und ja, ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil, den will ich auch auf jeden Fall nochmal lesen. Und ja, in dieser Geschichte auf jeden Fall geht es um Dominik. Und Dominik möchte seine angebetete Giselle heiraten. Und eigentlich war die Hochzeit zwischen den beiden auch schon komplett in Sack und Tüten. Aber der Vater von Giselle hat sich jetzt gedacht, nö, so einfach gebe ich meine Tochter nicht her und hat eine Bedingung gestellt. Und zwar soll derjenige Giselle heiraten, der den gefährlichen Drachen tötet. Und ja, Dominik findet das Ganze zwar nicht toll, aber er macht sich halt auf die Suche nach dem Drachen und möchte ihn töten, denn er möchte ja seine Giselle heiraten. Und ja, Dominik begegnet diesem Drachen dann. Doch diese Begegnung läuft anders ab, als er erwartet hat und er findet sich plötzlich in einer verlassenen Burg wieder und dieser Drache ist nicht irgendwie ganz so sehr ein Drache, wie er sich das vorgestellt hat. Und ja, diese Burg ist auf jeden Fall verflucht, so dass Dominik dort nicht mehr weg kann. Und was es mit Dominik und diesem Drachen, der im Übrigen Zaira heißt, auf sich hat, darum geht es in Dragon Fortune und ich möchte eigentlich auch mehr zur Geschichte nicht verraten. Ich finde, man sollte das alles selber rausfinden, worum es in diesen Büchern hier genau geht. Ich mag Dragon Fortune auf jeden Fall sehr. Wie gesagt, ich mag die Charaktere, ich mag das Ganze drum und dran, das Setting, das Worldbuilding gefällt mir auch super. Und die Art und Weise, wie Niki und Taya die Geschichte hier geschrieben haben, finde ich auch super. Es ist ein lockerer, leichter Schreibstil, also ideal so für Jugendliche. Es ist auch eine Jugendbuchgeschichte. Und ja, ich kann euch Dragon Fortune empfehlen, wenn ihr mal Bock auf High Fantasy mit Drachen habt. Schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Kommen wir als nächstes zu dem Buch, an das ich wohl die wenigsten Erinnerungen noch habe vom Januar. Und zwar habe ich gelesen All I Want for Christmas von Julia K. Stein. Das ist eine Weihnachtsromance in Manhattan, steht vorne drauf. Ich finde, dass es eher eine Winterromance ist, wie eine Weihnachtsromance. Dieses Buch spielt zwar in der Vorweihnachtszeit, aber Weihnachten ist jetzt nicht das überwiegende Thema in dieser Geschichte, denn es geht um eine Hochzeit. Denn unsere Protagonistin Pippa ist Trauzeugin und ja, Pippa hat ein ziemliches Problem mit dem Verlobten von ihrer Freundin und mit dessen Trauzeugen. Also zum einen glaubt sie nicht, dass diese Heirat gut ist für diese Beziehung zwischen den beiden. Sie findet die beiden noch zu jung und sie findet, das geht alles zu schnell und viel zu überstürzt. Und ja, das passt ihr schon mal nicht. Und sie möchte eigentlich gern diese Hochzeit eher verhindern, als dass sie stattfindet. Und ja, dann muss sie auch noch mit dem Trauzeugen von ihm klarkommen, und zwar Hunter. Und Hunter ist ein, ja, reicher, gut aussehender, berühmter Kerl und Pippa kann ihn einfach nicht leiden. Und ja, die beiden müssen nun zusammenarbeiten und Pippa merkt aber sehr schnell, dass Hunter eigentlich auch gegen diese Heirat ist und so versuchen die beiden dann gemeinsam einen Plan zu schmieden, um diese Hochzeit zu verhindern. Und ja, ob das den beiden dann gelingt und was da halt alles noch so passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, ich habe es beim Lesen als ganz niedlich empfunden. Es ist aber auch kein Buch, was mich extrem begeistern konnte. Ich fand, es ist wieder so eine richtig niedliche, süße Liebesgeschichte gewesen, so für zwischendurch ideal.
aber es ist halt kein Buch, was mich extrem mitgerissen hat, was ich jetzt auch nicht schlimm finde. Es muss einen ja nicht jedes Buch immer vom Hocker reißen, aber ich wollte es an dieser Stelle nur gesagt haben. Ansonsten, ich weiß noch, dass ich Pippa eigentlich im Großen und Ganzen ganz gerne mochte, ich sie aber am Anfang immer nicht verstanden habe, was eigentlich genau ihr Problem ist. Und es wurde dann aber so nach und nach in der Geschichte aufgezeigt und man konnte hinter ihre Fassade blicken und man hat das Ganze dann am Ende auch verstanden. Aber so am Anfang habe ich gedacht, was ist denn ihr Problem bitte? Was ist da bitte los? Und ja, ansonsten, die anderen Charaktere fand ich gut. Hunter war okay, war jetzt auch kein Kerl, wo ich sage, ich bin total aus dem Häuschen wegen dem. Er war ein super Charakter, hat auch super zu Pippa gepasst als Gegenpart und auch die Nebencharaktere waren gut. Vom Setting her ist mir auch gut gefallen. Ich meine, das Ganze spielt in New York, ihr wisst. Ich liebe New York. Ich finde New York als Setting immer wieder richtig, richtig gut. Und ja, ansonsten so dieses ganze Drum und Dran mit dem College und dieser Heirat und den Familien, was da noch alles so eine Rolle gespielt hat, fand ich auch gut umgesetzt, fand ich auch gut erklärt. Ich hatte auch keine Probleme, mir irgendwas in dieser Geschichte vorzustellen. Aber es ist halt kein Buch, was über kurz oder lang ewig in meinem Gedächtnis bleiben wird. Ich weiß, dass ich mich in weiter Ferne an dieses Buch erinnern werde mit süßer, niedlicher Liebesgeschichte. Aber es ist jetzt kein Buch, wo ich sage, ich muss es unbedingt ein zweites Mal lesen. Das leider nicht. Dann habe ich im Januar einen weiteren Liebesroman gelesen, den ich mir zum Geburtstag mitgewünscht hatte. Und zwar Player von V. Keeland. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ich habe den ersten nicht gelesen. Ich habe mir aber bewusst den zweiten Teil gewünscht, weil der mich einfach vom Inhalt her mehr angesprochen hat wie der erste. Und ich dachte mir, wenn dir der zweite gut gefällt, kannst du dir den ersten ja immer noch irgendwann mal kaufen und ihn dann irgendwann nochmal mitlesen. Und irgendwie wird meine Kamera heute schon wieder gelb, wenn ich die Bücher so da reinhalte. Deswegen, ich stelle das Buch mal hier hinter. Auf jeden Fall habe ich die Geschichte im Januar dann gleich gelesen, weil mich das total interessiert hat. In dieser Geschichte geht es um Emery. Und Emery ist Psychologin und sie ist spezialisiert auf Ehen. Also sie versucht, Ehen zu retten. Und Emery hat einen ganz, ganz großen Traum gehabt. Sie wollte nach New York und dort ein eigenes Büro und halt Karriere machen. Und ihr Traum scheint zum Greifen nahe. Sie hat ein Büro gefunden, was bezahlbar ist, was wunderschön ist. Und ja, sie hat schon alles für dieses Büro bestellt. Sie hat schon alles drucken lassen und alles angefertigt. Und ja, als sie dann eines Abends noch in diesem Büro ist, steht auf einmal ein fremder Mann hinter ihr und erschreckt sie erstmal total zu Tode. Und dieser fremde Mann heißt Drew und er behauptet, dass das sein Büro wäre, was er hat umbauen lassen in den letzten 3 Wochen, weil er im Urlaub war. Und ja, die beiden diskutieren erstmal wild miteinander rum, weil Emery das natürlich erstmal nicht glauben kann. Aber Drew kann es natürlich beweisen, dass das sein Büro ist und alles drum und dran. Und Emery stellt dann halt sehr schnell fest, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen ist und jetzt quasi vor dem Nichts steht. Sie hat kein Geld mehr, um sich ein anderes Büro zu mieten. Sie hat ja alles schon drucken lassen für dieses Büro und sie ist verzweifelt. Und Drew hat Mitleid mit ihr und sagt ihr, komm, kannst du erstmal hier in meinem einen Raum bleiben, den brauche ich gerade eh nicht. Und behandle da deine Patienten, bis du was anderes gefunden hast. Und ja, so kommt Emery dann doch noch zu ihrem Traumbüro im Prinzip und nistet sich quasi vorübergehend da ein und sucht natürlich weiterhin etwas anderes. Und Emery und Drew begegnen sich nun jeden Tag im Büro. Und zwischen den beiden herrscht eine ganz, ganz besondere Anspannung, nennen wir es mal so. Es ist eine Anspannung, die daher rührt, dass Drew Emery eigentlich ganz attraktiv findet, er aber absolut nichts mit ihr anfangen würde, weil er halt ein Mann ist, der einen One-Night-Stand hat und keiner Frau zweimal über den Weg laufen möchte und sich nicht festbinden möchte und das Übliche halt. Und Emery hat eigentlich auch gerade so überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Männer, denn sie möchte ihre Karriere vorantreiben. Und ja, ihr könnt euch jetzt das ja vorstellen, was passiert. Es geht in diesem Buch um Emery und Rue und was mit den beiden im Endeffekt passiert. So, kurz und knackig. Ich kann nur sagen, dass mir das Buch wirklich gut gefallen hat. Dieses Buch hat mich vom Stil her und von der ganzen Art und Weise, wie das geschrieben wurde, an Stay erinnert. Es war mega witzig. Es waren mega viele Fremdschämen-Momente drin. Allein die erste Situation, wo die beiden sich begegnen, das ist schon mega witzig gewesen. Und das zog sich durch das Buch so durch. Ich hatte, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass Rue Scheidungsanwalt ist. Also eine Therapeutin, die versucht, Ehe zu retten, sitzt im gleichen Büro wie ein Anwalt, der versucht, Leute zu scheiden. Läuft! Auf jeden Fall, aufgrund dieser verschiedenen Grundprinzipien, die die beiden ja auch haben, kommt es häufig zu sehr witzigen Situationen zwischen den beiden. Und ich finde, die Geschichte ist einfach richtig cool erzählt und richtig gut geschrieben. Und ich habe, wie gesagt, mich sehr amüsiert in der Geschichte. Ich hatte wirklich richtig viel Spaß beim Lesen. Und ich werde die anderen Teile dieser Reihe auf jeden Fall auch noch irgendwann lesen. Ich habe da voll Bock drauf, aber
Ich habe so viele Liebesromane inzwischen hier, die ich alle noch nicht gelesen habe, wo ich das dringend machen wollte, dass ich mir erstmal keine neuen kaufen werde. Habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen. Kaufverbot, Susi, Kaufverbot. Und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf eine richtig coole, lustige, voller Fremdchen steckende Liebesgeschichte habt, dann schaut euch Player von Vicky Lind auf jeden Fall an. Ich fand's super, ich mochte die Charaktere, ich mochte die Handlung, ich mochte das Setting, ich mochte den Schreibstil und die ganze Art und Weise und alles drum und dran. Und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Ich habe es sehr, sehr gemocht und sehr, sehr geliebt. Und ich werde es garantiert in meinem Leben noch einmal lesen, denn es war einfach so witzig. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, und zwar habe ich im Januar dann noch gelesen Broken Darkness, so verführerisch, und im Februar habe ich dann gelesen Broken Darkness, so vollkommen, und jetzt im März werde ich lesen Broken Darkness, so gefährlich. Ich habe den dritten Band die Woche schon bekommen, der steht schon hier, den werde ich dann ganz, ganz bald anfangen zu lesen. Und ja, ich halte die beiden Bücher einfach mal zusammen in die Kamera, weil ich die beiden Bücher ja auch zusammen gehören. Und wie gesagt, den ersten habe ich im Januar gelesen, den zweiten im Februar, und ich kann euch diese Geschichte, die in diesen beiden Büchern erzählt wird, wirklich nur empfehlen. Ich mochte die Geschichte sehr. Es ist einfach mal etwas komplett anderes als diese üblichen Liebesgeschichten, die man immer sonst so liest. Es ist schon teilweise sehr weit dahergeholt und sehr unrealistisch und sehr überzogen und sehr überdramatisiert und. Aber es ist eine Geschichte, die mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Es geht in dieser Geschichte ja um Annie, und Annie flieht vor ihrem gewalttätigen Ehemann kreuz und quer durchs Land und landet am Ende in so einem alten, heruntergekommenen Trailerpark und findet in diesem Trailerpark ein Handy. Und dieses Handy klingelt und auf dem Display steht Dylan. Und Annie denkt sich so, gehe ich da jetzt ran, gehe ich da jetzt nicht ran. Aber ihre Neugierde ist einfach zu groß, und so geht sie ans Telefon. Und beginnt dann ein Gespräch mit Dylan. Und dieses Gespräch verändert das Leben der beiden für immer. Und wenn ihr mehr über die Bücher wissen wollt, ich habe zu jedem Buch ein Video gemacht, deswegen würde ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Ich fand die Geschichte einfach richtig toll. Ich mochte die Geschichte rund um Annie und Dylan, und ich freue mich jetzt auf den dritten und vierten Teil. Daher geht es dann um den Bruder von Dylan und um den Geschäftspartner von Dylan und um zwei Nachbarinnen von Annie aus dem Trailerpark. Milo, was ist los? Alles gut, mein Engel? Alles gut? So, ich habe Milo jetzt auf meinem Schoß liegen, und also wenn ich jetzt hier immer so mache, dann streichle ich den Hund nebenbei, aber ich habe immer dieses Bedürfnis, den Hund zu streicheln, wenn der auf meinem Schoß liegt. Ganz, ganz furchtbar. Auf jeden Fall kann ich zu den beiden Büchern nichts sagen, außer dass sie mir gut gefallen haben. Diese beiden Bücher gehören zusammen. Im zweiten und dritten Teil geht es dann um Dylans Bruder und um Dylans Geschäftspartner und um zwei Nachbarinnen von Annie aus dem Trailerpark. Und ich freue mich schon sehr auf die Geschichten. Ich glaube, das sind zwei Geschichten mit richtig Feuer dahinter. Und wie die mir gefallen haben, werde ich euch dann auf jeden Fall berichten. Aber zu den beiden Schätzen hier kann ich erstmal nichts weiter sagen, außer dass ich sie sehr, sehr mochte. Und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Okay, Milo sitzt wieder. Dieser Hund ist heute ein bisschen, wie nennt man das? Unruhig? Weil wir waren ja beim Tierarzt und es gab eine Spritze, und da ist der an den Tagen immer ein bisschen, naja, da kommt er immer nicht so zur Ruhe und ist ein bisschen anstrengend und sehr liebebedürftig. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, und zwar habe ich gelesen Keep von Helena Hunting, und dieses Buch könnte ein Jahreshighlight werden wieder von mir. Ich habe ja Stay letztes Jahr auch total gefeiert und geliebt, und Stay war ja definitiv ein Jahreshighlight von mir, und ich habe mich sehr auf Keep gefreut, und wo ich es dann gelesen habe Ende Januar, ich war hin und weg von dem Buch. Es hatte wieder den gleichen Witz, den gleichen Humor, den gleichen Charme wie Stay. Die Geschichte war wieder mega, mega gut. Ich habe das sehr gefeiert, was in diesem Buch alles passiert ist. Allein diese eine Sache am Flughafen. Ich habe so gelacht, wirklich, ich habe so gelacht, was den Charakteren da passiert ist. Es ging nicht mehr. Und allein der Anfang steckt schon so voller Fremdschämen-Momente wieder, dass du einfach nur denkst, oh, die arme Sau, ey. Alter, was geht da ab? Und in diesem Buch geht es um Amelia, die beste Freundin von Ruby, unserer Protagonistin aus dem ersten Teil. Und wer Stay gelesen hat, weiß, dass Amelia verlobt ist. Und die Geschichte beginnt mit der Hochzeit von Amelia. Die Trauung ist schon vorbei, und wir steigen hier quasi auf der Party dann danach ein. Und auf dieser Party passiert etwas. Und zwar gehen auf einmal im Festsaal die Lautsprecher an, und man hört, wie Amelias Ehemann sich von einer anderen Frau nachhelfen lässt da unten. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, was genau passiert. Auf jeden Fall kriegt das die komplette Hochzeitsgesellschaft inklusive Amelia mit. Die ist daraufhin absolut entsetzt, am Boden zerstört, wütend. Und die Situation eskaliert dann auch ein kleines bisschen. Und ja,
Allein das ist schon so ein Moment, wo ich mir denke, die arme Sau. Und ja, Amelia denkt sich dann aber, ich habe eine Hochzeitsreise gebucht, ich muss hier raus, ich muss hier weg, ich muss diesem ganzen Trubel entkommen. Und ja, fährt dann alleine auf diese Hochzeitsreise und nimmt halt auch den Reisepass von ihrem Ehemann mit, damit er ihr nicht folgen kann. Und Amelia fliegt dann quasi alleine in die Flitterwochen und trifft dann dort auf Lexington Miles. Lexington ist der Bruder von Bancroft aus dem ersten Teil. Und ja, Lexington hat schon damals, als die beiden sich kennengelernt haben, das war der gleiche Abend, wo Amelia auch ihren Ehemann kennengelernt hat, hat er damals schon ein Auge auf sie geworfen gehabt, aber der andere war halt schneller. Und ja, er fühlte sich schon immer zu ihr hingezogen und wie es der Zufall will, landet er auf der gleichen Insel wie Amelia. Und die beiden begegnen sich auch vorher in der Geschichte schon, also die treffen sich auch schon am Flughafen und auf der Hochzeit. Da werde ich jetzt aber nichts weiter zu sagen, was dort passiert. Das solltet ihr selber lesen. Es ist so mega witzig. Und ja, auf jeden Fall sind die beiden dann quasi zusammen auf dieser Insel. Und Lexington muss zwar arbeiten, aber er versucht halt trotzdem für Amelia da zu sein und ein Freund zu sein. Er versucht diese knisternde Anziehung zwischen den beiden zu ignorieren, genauso wie Amelia, denn beide wissen, dass es absolut jetzt falsch wäre, irgendwas miteinander anzufangen. In dieser Situation, vor allem da Amelia eigentlich ja gerade das Herz gebrochen wurde. Und ja, auf jeden Fall können die beiden so miteinander nichts anfangen, weil wie gesagt, es wäre ein Skandal. Und ja, so versuchen die beiden Freunde zu sein und Lexington versucht für sie da zu sein und ihr über diese schwere Zeit hinweg zu helfen. Und ja, was dann mit den beiden da alles so passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, ich liebe Amelia. Allein für diese Sache am Flughafen mit diesem Koffer liebe ich sie. Und ich liebe Lexington. Ich finde, die beiden passen super zusammen. Und das ist wieder so eine süße Konstellation von den beiden. Und die ergänzen sich halt auch einfach super. Und was halt mit den beiden in diesem Buch alles so passiert, das ist so unglaublich witzig und süß und romantisch und voller Charme. Und ach, das ist einfach alles toll. Und ja. Also ich liebe die Charaktere, ich liebe die Handlungen in der Geschichte. Die Geschichte ist teilweise sehr unrealistisch, sehr überzogen, sehr stereotypisch, das muss man sagen. Aber ihr wisst, ich stehe auf sowas und wenn euch Stay gefallen hat, solltet ihr Keep auf jeden Fall lesen. Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch und ja, wenn dieses Jahr nicht mehr viel Besseres kommt, dann wird das auf jeden Fall schon mal ein Jahreshighlight, denn es ist einfach so toll. Aber es kommt ja noch Hold, der dritte Teil von der Reihe. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Da geht es dann um den dritten Bruder. Und was bei dem so da dahinter steckt, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall tolles Setting, tolle Handlung, tolle Charaktere. Ein wahnsinnig toller, witziger Schreibstil. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer lest dieses Buch. Es ist so unglaublich gut. Damit wären wir mit dem Januar durch und ich würde zum Februar kommen. Die nächsten beiden Bücher, die ich euch zeige, dazu habe ich auch jeweils ein einzelnes Video nochmal gemacht, weswegen ich jetzt auf diese beiden Bücher nicht so genau eingehen würde, weil dieses Video wird sonst so unglaublich lang und das möchte ich euch und mir nicht antun. Und zwar habe ich Anfang Februar gleich gelesen Sehnsucht nach Sommer von der lieben Jackie Fellgood und das war wieder eine richtig, richtig süße, niedliche Liebesgeschichte aus dem Hause Fellgood. Ihr wisst, ich liebe Jackie, ihre Geschichten. Ich liebe ihre absolut tolle Art und Weise, wie sie diese Geschichten erzählt. Jackie hat so einen ganz, ganz tollen, romantischen und gefühlvollen Schreibstil. Ich fand die Geschichte wieder richtig, richtig toll. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Also ich fand die Handlung toll, ich fand die Charaktere toll, ich fand das Setting toll und den Schreibstil sowieso. Und in diesem Buch geht es um Lucy und Lucy kehrt auf die Bitte ihrer besten Freundin hin, zurück nach Hause, nach Newfane? Ich muss jetzt mal gucken, ob es Newfane oder New Haven war. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf New Haven kam. Auf jeden Fall kehrt sie nach Newfane zurück und ja, ihre beste Freundin braucht Hilfe. Sie möchte ein Bed and Breakfast quasi renovieren und es dann verkaufen. Und Melu, was machst du denn jetzt schon wieder? Und ja, braucht dabei halt alle Hilfe, die sie kriegen kann. Und Lucy kann halt ihrer besten Freundin nichts abschlagen. Und wenn die sie um Hilfe bittet, dann kommt sie natürlich auch. Und ja, in Newfane angekommen, trifft Lucy natürlich prompt ihren Ex-Freund Nate, weswegen sie die Stadt eigentlich auch nie wieder betreten wollte. Und ja, was hinter dem Ganzen steht, was hinter der Beziehung von Lucy und Nate steht und warum sie damals gegangen ist und nicht wiederkommen wollte und was es mit diesem Bed and Breakfast auf sich hat, darum geht es in Sehnsucht nach Sommer unter anderem. Es geht aber auch noch um ein bisschen mehr. Es geht noch um ein Familiengeheimnis, was gelüftet werden soll. Und ja,
Wenn ihr mehr wissen wollt zu diesem Buch, dann schaut im Video vorbei. Wie gesagt, ich fand, es war wieder eine richtig tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte. Und ich kann euch das Buch nur empfehlen, wenn ihr solche Geschichten sehr, sehr gerne lest. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und danach habe ich gelesen Golden Dynasty von Jennifer L. Armentrout und auch dieses Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch hier der Verweis auf das Video, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut da gerne mal vorbei. In diesem Buch geht es ja um Julia und Julia ist Krankenschwester und nimmt eine neue Stelle an. Von ihrem neuen Arbeitgeber hat sie noch nicht wirklich so eine Vorstellung und erfährt was an dem Tag, wo sie diese Stelle antritt, wer es denn ist. Und als sie das erfährt, wer denn jetzt genau da dahinter steckt, ist sie erstmal komplett von allen Socken. Denn ihr neuer Arbeitgeber sind die De Vincents. Und die De Vincents sind eine reiche Familie, das ist reicher Geldadel und sind auch die bekannteste Familie in ganz New Orleans und in den Südstaaten von Amerika. Und ja, da wird ihr schon ein bisschen bange dabei, als sie das erfährt. Und als sie dann, ja, Lucien De Vincent sieht, fällt sie aus allen Wolken, denn sie hat Lucien einen Abend zuvor unter einem anderen Namen kennengelernt und trifft ihn jetzt wieder und kann das irgendwie alles gerade noch nicht so ganz verstehen, was da so da dahinter steckt und Julia tritt die Stelle dann aber trotz ihrer Zweifel an und was sie dann alles bei den De Vincents erlebt, wen sie denn genau pflegen soll und was es mit dieser ominösen Begegnung an dem Abend zwischen den beiden auf sich hat. Darum geht es in diesem Buch. Also ihr erfahrt diese Begegnung am ersten Abend davor, gleich am Anfang. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich muss sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat. Ich mochte die Handlung. Ich fand die Mischung in diesem Buch richtig gut zwischen Familiendrama, Familiengeheimnis, Liebesgeschichte, Paranormalem. Ich fand diese Mischung einfach richtig toll. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es im zweiten und dritten Teil mit den De Vincents weitergeht. Ich werde diese Bücher auf jeden Fall lesen. Und ich mochte die Handlung auch hier. Ich mochte die Charaktere. Ich mochte das Ganze drum und dran. Ich fand das Setting richtig cool. Diese alte Südstaaten-Villa. Und zum Schreibstil brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Es ist Jennifer Armentrout. On point, mein Geschmack. Und ich mochte dieses Buch sehr und kann es euch auch, was das betrifft, nur empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut gerne im Video dazu nochmal vorbei. Ich verlinke es euch auch wieder unten in der Infobox. Dann habe ich im Februar noch das Buch hier gelesen, aber nicht diesen kompletten fetten Klopper, sondern nur die erste Geschichte. Das ist der Sammelband von Entführt von Mila Olsen. Da ist der erste Teil und der zweite Teil drin, wobei der zweite Teil nochmal der erste Teil aus seiner Sichtweise ist. Und ich habe den ersten Teil gelesen und hatte danach nicht das Bedürfnis, gleich weiterzulesen und das Ganze nochmal aus seiner Sicht zu lesen. Das werde ich dann irgendwann später machen. Aber ich habe auf jeden Fall den ersten Teil von Entführt gelesen, Bis du mich liebst. Und ich hatte ziemlich hohe Erwartungen an das Buch, weil ziemlich viele Leute dieses Buch sehr, sehr gelobt haben und sehr in den Himmel gehoben haben. Und ich war so die erste Hälfte der Geschichte eher enttäuscht. Und das wandelte sich dann aber zum Ende hin nochmal, denn unsere Protagonistin Luisa ist noch sehr, sehr jung. Sie ist 16 Jahre alt und ich kam mit ihrem kindischen Verhalten am Anfang überhaupt nicht klar. Ich habe gedacht, du bist eine verzogene Rotzgöre und du brauchst jetzt überhaupt nicht zu jammern, dass du in so einer Situation steckst, wie du steckst. Du hast es verdient. Also ich hatte auch nur Sympathie am Anfang mit ihr. Das hat sich dann, wie gesagt, im Laufe der Geschichte auch gedreht. Ich konnte das dann auch ein bisschen besser verstehen. Luisa hat sich dann auch geändert und ihre Ansichten auch geändert und ist quasi auch erwachsener geworden. Aber ich hatte am Anfang echt meine Probleme mit ihr. In diesem Buch geht es um Luisa und Luisa wird auf dem Campingausflug mit ihren vier Brüdern entführt. Der Kerl, der Luisa entführt, ist Brandon und Brandon tut sie halt quasi aus diesem Supermarkt, den es bei dem Campingplatz gibt, entführen. Also er tut sie um den Finger wickeln und mit ihr ein Gespräch anfangen und lockt sie in seinen Wohnwagen. Und sie geht dann halt so mit ihm mit, weil er ja so ein netter Mensch ist und glaubt ihm alles, was er ihr da so erzählt. Naja, und im Wohnwagen kriegt sie die Chlorophyll-Packung und er entführt sie und hält sie mehrere Tage auch quasi unter Drogen, dass sie halt auch erstmal nichts mitkriegt und nichts weiß. Und Luisa hat dann natürlich ziemlich viel Angst, als sie wieder zu sich kommt und merkt aber sehr, sehr schnell sehr merkwürdige Dinge, denn Brandon hat sie nicht zufällig entführt. Er hat ihre liebsten Kleidungsstücke. Er weiß, was sie am liebsten ist. Er weiß, was sie am liebsten für Duschbad und Shampoo nimmt. Und das macht ihr ziemlich viel Angst. Und sie kommt damit am Anfang nicht klar und sie weiß auch nicht, woher er das alles weiß. Und das ergibt sich dann im Laufe der Geschichte. Ich finde dieses Grundthema, was die Autorin hier in dieser Geschichte anspricht damit,
Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass sie das mal aufzeigt, wie gefährlich solche Sachen eigentlich sein können. Andererseits fand ich halt, wie gesagt, Luisa am Anfang ziemlich dämlich. Ich kam mit der einfach nicht zurecht. Ich bin mit ihr am Anfang echt nicht warm geworden und das war für mich echt ein Problem. Aber wie gesagt, ab der zweiten Hälfte von dem ersten Teil ging es dann. Da wurde das Ganze dann auch besser. Da veränderte sich dann die Beziehung zwischen Brandon und Luisa auch. Und dann ging alles auch irgendwie sehr schnell. Also es ist keine Geschichte, wo ich jetzt extrem begeistert von bin. Ich habe hier und da schon so meine Schwierigkeiten gehabt mit der Geschichte. Es war trotzdem eine gute Geschichte, also ich mochte die Geschichte am Ende, aber ich hatte halt hier echt so meine Schwierigkeiten mit. Ich bin da, was die Geschichte betrifft, echt so ein bisschen im Zwiespalt zwischen ich mag es sehr und was für ein Scheiß. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil ich, wie gesagt, halt da so einige Problemchen mit hatte. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich eine coole Entführungsgeschichte. Ich glaube, ich verrate euch nicht zu viel, wenn ich euch jetzt erzähle, dass Luisa und Brandon sich dann natürlich näher kommen. Es ist halt eine Entführungsgeschichte, wie man sie auch erahnen kann. Ich finde den Plot jetzt nicht überraschend irgendwie. Es war eine gute Geschichte, aber andererseits auch scheiß. Also ich bin da, wie gesagt, ein bisschen hin und her gerissen, was dieses Buch betrifft. Vielleicht ändert sich das nochmal, wenn ich dann den zweiten Teil gelesen habe, nochmal aus seiner Sicht und kann dann vielleicht noch ein paar Dinge nochmal anders sehen und verstehen. Aber bis jetzt bin ich so ein bisschen im Zwiespalt mit dieser Geschichte. Ich weiß, dass jetzt einige von euch wahrscheinlich denken werden, was? Weil dieses Buch hat fast durchweg nur extrem gute Rezensionen und Kritiken. Aber wie gesagt, ich bin da echt im Zwiespalt, was dieses Buch betrifft, da ich halt einfach mit Luisa so nicht klarkam und dieses ganze Drum und Dran auch manchmal ein bisschen merkwürdig fand. Und dann, wie gesagt, am Ende ging irgendwie alles sehr plötzlich und sehr schnell und sehr hä? Und ja, ich bin da sehr im Zwiespalt mit dieser Geschichte. Ich kann euch gerade was anderes nicht sagen. Ansonsten mit Brandon als Charakter bin ich gut klargekommen. Die Autorin hat sich hier auch was Gutes ausgedacht, finde ich, was ihn betraf. Vom Setting her befinden wir uns in der Wildnis Kanadas, was ich sehr, sehr cool finde. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was den Schreibstil betrifft, das ist ein Schreibstil, wo sich das Buch auf jeden Fall extrem schnell und flüssig lesen lässt. Aber wie gesagt, ich hatte halt hier so meine Probleme mit der Geschichte. Deswegen, ich sagen würde, wer sich für Entführungsgeschichten interessiert, die sich dann quasi in eine Liebesgeschichte verwandeln, der könnte sich das auf jeden Fall mal angucken. Aber ansonsten ist das jetzt kein Buch, wo ich persönlich sage, ihr verpasst extrem viel, wenn ihr das nicht gelesen habt. Aber es ist keine grottenschlechte Geschichte, um Gottes Willen. Das möchte ich nicht sagen, aber irgendwie bin ich mit dem Buch nicht so 100% im Reinen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin nicht auf einen Nenner gekommen mit dem Buch jedes Mal und das war so ein bisschen schwierig. So, nachdem sich meine Nachbarn nun endlich wieder ein bisschen beruhigt haben, hier war gerade extrem laut, kommen wir mal zu dem, ja, Rotzbuch meines Jahres. Ich kann es nicht anders sagen, es tut mir leid. Ey, ich habe dieses Buch schon seit 3 Jahren hier liegen gehabt, auf dem Sub. Und ich habe das Buch damals geschenkt bekommen und eine Abonnentin hatte mich angeschrieben und hat gesagt, hey, ich habe das Buch auch schon ewig hier liegen, wollen wir es nicht zusammen lesen, dann kommt es mal weg. Und ich dachte so, cool, machen wir. Und ich habe es mit der lieben Tina zusammen gelesen. Hallo Tina, falls du das siehst, sei gegrüßt an dieser Stelle. Und Tina und ich waren am Anfang der Geschichte noch so, ja, mal gucken, was so passiert, wohin das Ganze führt. Und am Ende der Geschichte haben wir beide gesagt, das geht gar nicht. Was ist das bitte? Dieses Buch hat größtenteils auch nur 5-Sterne-Rezensionen bekommen. Also wenn ihr dieses Buch geliebt habt, dann guckt euch das, was ich hier zu sagen habe, bitte nicht an, weil ich habe kein gutes Haar in diesem Buch zu lassen. Und es ist meine Meinung und wenn ihr euch da persönlich angegriffen fühlt, tut es mir auch leid. Aber dieses Buch ist der letzte Scheiß. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Und zwar, ich rede vom Märchenerzähler von Antonia Michaelis. Das ist ein Jugendbuch, empfohlen ab 14 Jahre. Die Werte, die in diesem Buch vermittelt werden, das geht gar nicht. Und ja, ich verstehe nicht, was man an diesem Buch gut finden kann. Ich fand dieses Buch einfach nur richtig kacke. Kann es nicht anders sagen. Es passieren Dinge in diesem Buch, wo ich mir denke, genau das muss ein 14-jähriges Mädchen hören, was gerade noch dabei ist, sich selbst zu finden und vielleicht auch mit sich selbst nicht im Reinen ist und vielleicht auch Probleme hat, aus sich rauszugehen, vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation gesteckt hat, dann muss so ein Mädchen genau das hören.
Fangen wir aber am Anfang an. In diesem Buch geht es um Anna. Und Anna geht auf das Gymnasium und auf ihrer Schule ist Abel. Abel wird von allen der Kurzwarenhändler genannt und Abel ist so ein bisschen so eine, naja, undurchsichtige Person. Anna und Abel treffen nun in einer Situation aufeinander und beginnen ein Gespräch. Und Anna ist irgendwie fasziniert von Abel und stalkt ihn dann auch so ein bisschen und geht ihm nach und guckt, was er so denn treibt, was ich schon persönlich ein bisschen merkwürdig fand. Aber egal, Anna ist sowieso anders als alle anderen. Anna ist so ein bisschen so ein anderes Mädchen. Bei Anna ist die Welt auch blau. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall, lernen sich Anna und Abel dann kennen und Anna lernt so Stück für Stück die Situation kennen, in der Abel steht. Und zwar ist es so, dass Abels Mutter verschwunden ist und Abel hat noch eine kleine Schwester, um die er sich kümmern muss. Und Abel hat jetzt natürlich Angst, dass wenn die Mutter nicht wieder auftaucht, die kleine Schwester ihm weggenommen wird. Und man erfährt im Prolog eine Szene, wo man schon erahnen kann, was mit der Mutter passiert ist, was sich als Überraschung dann natürlich auch so bewahrheitet. Und man wird dann so Stück für Stück durch diese Geschichte geleitet. Man erfährt, wie gesagt, was mit Abels Mutter passiert ist. Man erfährt, was Abel noch alles so für Hürden überwinden muss, denn der Vater von der Kleinen taucht auf und das ist so ein Pädophiler. Dann steht das Jugendamt vor der Tür und will die Mutter sprechen. Und der Sozialarbeiter, setzt Abel da auch ganz schön unter Druck. Und es passieren ein paar Morde und dann stellt sich am Ende natürlich die Frage, wird Abel seine kleine Schwester bei sich behalten können? Wird Anna ihm da helfen können? Werden sie dieses Schicksal irgendwie annehmen und überstehen können? Ich werde jetzt heftig spoilern, also wenn ihr jemals vorhabt, dieses Buch noch zu lesen, ich blende euch hier unten am besten ein, wann meine Schimpftriade über dieses Buch vorbei ist. Also wenn ihr nicht zu dem Buch weiter wissen wollt, schaltet ab. Aber ich habe kein gutes Haar in diesem Buch zu lassen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß es einfach nicht. Fangen wir einfach mit der Szene an, die mich am meisten entsetzt hat in diesem Buch. Und zwar war das die Vergewaltigung. Anna und Abel sind dann auf einem Date und kommen sich näher. Und sie landen am Ende in irgendeinem Bootsschuppen. Und Anna möchte mehr. Und Abel sagt doch nein. Bedräng mich nicht. Das ist nicht gut. Und Anna sagt, doch, Abel, doch, lass es uns tun. Und dann wird Abel grob zu ihr und vergewaltigt die aufs Übelste. Auf wirklich aufs Übelste. Das wird auch, ich glaube, 5 Seiten lang beschrieben. Und er lässt sie dann am Ende blutend auf diesen Fußboden zurück und haut ab. Anna realisiert im ersten Moment überhaupt nicht, was eigentlich gerade hier passiert ist und geht nach Hause und denkt sich noch, ich gehe jetzt nicht duschen. Dann kriegt meine Mutter mit, dass irgendwas nicht stimmt und geht aus dem nächsten Tag duschen. Und denkt sich dann so 2 Tage, was ist eigentlich passiert? Und als sie dann auf Abel trifft und sein schuldbewusstes Gesicht sieht, weiß sie, dass sie nur eins kann, ihm verzeihen. Sie ist ja selber schuld. Und das war der Punkt in der Geschichte, wo ich raus war. Nein, Mädchen, ihr seid nicht selber schuld, wenn so etwas passiert. Weil man kann immer Nein sagen, auch wenn man am Anfang vielleicht Ja gesagt hat. Wenn der Typ dann handgreiflich wird oder euch bedrängt und ihr es dann doch nicht mehr wollt, ihr habt Nein gesagt, dann seid ihr auch nicht schuld an dieser Situation. Und dieses Buch vermittelt an dieser Stelle sowas von die falschen Werte, wo ich mir denke, was hat die Autorin sich bitte dabei gedacht? Was geht denn hier ab? Was soll das denn für ein Scheiß? Ey, ich hab mich da so drüber aufgeregt und ich war damit nicht alleine. Meine Mitleserin Tina fand das auch alles ziemlich kacke. Und ab diesem Moment driftete die Geschichte für mich in eine Richtung ab, wo ich mir gedacht habe, hier, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Es passieren dann noch ein paar Morde. Abel tut dann noch den Vater von der Kleinen umbringen. Abel tut dann noch den Sozialarbeiter umbringen. Und Anna hat dafür vollstes Verständnis. Anna liebt Abel. Anna akzeptiert alles, was mit Abel passiert. Sie nimmt das alles so hin und die ganze Zeit wird einem in diesem Buch suggeriert, wie sehr sie doch diesen Jungen liebt. Am Ende erschießt er sich selber und Anna kann nicht weinen. Sie kann darüber keine Träne vergießen. Ich habe gedacht, was ist das denn bitte für ein Rotz? Es tut mir leid, dieses ganze Buch. Nein,
ich habe dieses Buch einfach nicht verstanden. Vielleicht verstehe ich dieses Buch auch einfach nicht. Wie gesagt, Leute, nehmt es mir nicht für übel. Ich finde dieses Buch einfach nur Müll. Und ich würde das jedem abraten, seinem 14-jährigen Kind zu lesen zu geben. Denn dieses Buch vermittelt für mich komplett falsche Werte. Denn allein schon die Tatsache, dass Abels Mutter verschwunden ist und er mit der Kleinen da alleine ist, weil er Angst hat, dass man ihm die Kleine wegnimmt, das ist schon allein der völlig falsche Ansatz. Und man erfährt ja dann in der Geschichte, dass Abels Mutter Selbstmord begangen hat und sich die Pulsadern aufgeschlitzt hat in der Badewanne. Und er hat ihre Leiche mal ebenso vergraben, damit man halt nicht spitz kriegt, dass die jetzt tot ist. Deswegen hat er erzählt, sie ist im Urlaub. Und allein das ist schon sowas von falsch. Und es wird einem aber in dieser Geschichte suggeriert, dass es in Ordnung ist und dass es okay ist, dass man verzeihen kann, dass man über solche Sachen hinwegsehen kann. Und das kann man eben nicht. Nein, es ist falsch. Es ist falsch, die Leiche seiner Mutter im Wald zu vergraben, nur damit die kleine Schwester nicht zum Jugendamt kommt. Ich verstehe den Hintergrund, warum Abel das getan hat. Aber auch dafür muss es Lösungen geben. Also ganz ehrlich, das ist, diese ganze Geschichte ist einfach sowas von falsch in meinen Augen. Ich weiß im Ansatz, was die Autorin vielleicht für eine Geschichte erzählen wollte. Sie ist aber für mich absolut falsch rübergekommen. Komplett falsch. Und ich kann diesen durchweg positiven Kritiken und Rezensionen zu diesem Buch einfach nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Leute, findet ihr es in Ordnung, wenn er die vergewaltigt und sie sagt, hey, es ist okay, ich verzeihe dir. Es ist nicht okay. Und man kann sowas nicht einfach zwei Tage später verzeihen und sagen, ich hab's ja so gewollt. Nein, es ist nicht in Ordnung. Und ich finde das so furchtbar, dass dieses Buch halt so viele Dinge für mich, aus meiner Sicht, ich kann ja immer nur von mir sprechen, falsch vermittelt und falsch rüberbringt. Ich verstehe es einfach nicht. Es tut mir leid. Ich möchte dieses Buch auch nicht verstehen. Und ihr braucht mir auch nicht in die Kommentare zu schreiben, warum das irgendwie okay ist und warum die Autorin das gemacht hat. Ich will es nicht wissen. Es interessiert mich nicht. Für mich ist dieses Buch Müll. Für mich ist dieses Buch Scheiß. Ich will dieses Buch nicht verstehen. Ich muss dieses Buch nicht verstehen. Und ich kann jedem nur abraten, dieses Buch zu lesen. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, was in diesem Buch rübergebracht wird, was dort erzählt wird, wie das auch teilweise umgesetzt ist. Es ist nicht okay. Abel ist ein Psychopath und er wird hier als der liebe, sorgende Bruder dargestellt. Und damit komme ich einfach nicht klar. Und Anna ist sowieso vom anderen Stern. Also mit der bin ich auch irgendwie nie warm geworden. Ich habe mir immer nur gedacht, was stimmt mit diesem Mädchen nicht? Ich meine, es wird am Anfang der Geschichte erzählt, dass sie anders ist wie alle anderen. Aber ihre Welt ist blau. Und dann war sie nicht mehr blau nach der Vergewaltigung. Am Ende war sie wieder blau. Aber zwischenzeitlich nicht. Und ja, also, nein. Ich habe jetzt, glaube ich, mich genug aufgeregt. Ich werde zu diesem Buch nichts mehr sagen. Ich fand's kacke, ich fand's blöd. Das landet auf jeden Fall auf meiner Low-Light-Liste. Dieses Buch war scheiße. Ich kann es jedem nur abraten zu lesen. Wenn ihr es gelesen habt und ihr fandet es gut, tut es mir leid, aber das ist nur meine Meinung. So, genug zum Märchenerzähler. Ich werde dieses Buch irgendwann verbrennen. Ich möchte dieses Buch nicht verschenken. Ich will dieses Buch nicht mehr haben. Ich möchte es aber nicht verschenken, weil ich dieses Buch niemandem geben möchte zum Lesen. Ich möchte, dass niemanden antun, diesen Scheiß zu lesen, weswegen ich dieses Buch wahrscheinlich irgendwann mal verbrennen werde. Zwei Bücher habe ich noch. Dann habe ich noch gelesen im Februar Heartless, der Kuss der Lieben von Sarah Wolf. Und dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das wieder so eine richtig schöne Mädchen-High-Fantasy-Geschichte. Auch zu diesem Buch gibt es ein extra Video, weswegen ich jetzt nicht wieder allzu viel sagen werde. Mir hat die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte den Ansatz der Geschichte. Ich mochte diese Hexenthematik und wie das Ganze dort umgesetzt wurde. Ich fand es cool, dass es dort diese Herzlosen gab, die den Hexen quasi dienen müssen und die ihr Herz aber zurückbekommen können. Ich fand das richtig cool. Ich fand die Idee hinter Heartless richtig, richtig toll. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand die Welt cool. Ich fand den Schreibstil toll. Also Heartless ist für mich eine richtig coole Jugend-High-Fantasy-Geschichte, wie gesagt, wo die Liebesgeschichte schon im Vordergrund steht. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Und ich mochte das Buch sehr. Und wenn ihr mehr zu der Geschichte wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall im Video vorbei. Es geht in diesem Buch um Sarah. Und Sarah ist eine Herzlose und dient der Hexe Nightsinger. Und Sarah ist jetzt schon 3 Jahre eine Herzlose. Und sie hat nur einen sehnlichsten Wunsch. Sie möchte ihr Herz zurück. Und die Gelegenheit scheint zum Greifen nahe, denn Nightsinger braucht ihre Hilfe. Sarah soll sich in den Palast einschleichen und das Herz des Prinzen stehlen. Und
Gesagt, getan. Sarah begibt sich auf ihre Mission und stellt dann sehr, sehr schnell fest, dass es gar nicht so einfach ist, wie erhofft, das Herz des Prinzen zu stehlen. Vor allen Dingen nicht, wenn man merkt, dass er doch gar kein so schlechter Mensch ist. Und ob Sarah am Ende das Herz des Prinzen stehlen kann oder halt auch nicht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ja, ich fand die Geschichte einfach ganz, ganz toll. Ich fand den Plot-Twist am Ende, der nochmal da reingebracht wurde, richtig cool. Ich freue mich auf den zweiten Teil, auch wenn wir da jetzt wieder ein Jahr lang warten müssen. Ich mag die Geschichte und ich kann euch Heartless wirklich, wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne Jugendteil-Fantasy-Geschichten lest. Schaut euch das Buch an. Ich mag es total. Ich fand die Welt cool. Ich fand die Völker cool, die Autorin sich ja noch ausgedacht hat und noch erschaffen hat. Und ja, die Nebencharaktere haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und mehr sage ich jetzt nicht dazu. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Und bei mir ist es heute hier total stockfinster, finde ich. Ich habe Licht an und alles. Ich sitze vor der Softbox und trotzdem ist es irgendwie total duster hier bei uns. Aber es ist schon die ganze Woche irgendwie so komisches Wetter. Damit wären wir beim letzten Buch, was ich im Februar gelesen habe. Und zwar habe ich gelesen Das Licht des Ozeans. Das ist der zweite Teil der zweiten Staffel der Gestaltenwandlerreihe. In diesem Buch geht es um Bowen Knight und ich habe dieses Buch herbeigesehnt, denn man kennt Bowen Knight schon seit Band 3 oder 4, glaube ich, in dieser Reihe. Und man hat sich immer gefragt, was es mit diesen Menschen auf sich hat, was so alles da dahinter steckt und wie er halt auch so ist. Denn er kommt halt in den anderen Teilen immer so als der knallharte Typ rüber und er ist halt der große Chef und der Anführer des Menschenbundes im Prinzip. Und ja, man hat sich auf jeden Fall die ganze Zeit gefragt, was bei ihm so da dahinter steckt. Und jetzt hat er seine eigene Geschichte bekommen und ich habe es total gefeiert. Ich fand die Geschichte auch wieder richtig toll. Ich finde Bowen super sympathisch und ich fand die ganze Geschichte wieder richtig cool. In dieser Geschichte geht es um Bowen und Bowen hat im Teil davor am Ende eine Kugel ins Herz bekommen und er war quasi tot. Und die moderne Technik der Gestaltenwandler hat ihn aber gerettet. Es gibt dort die Black Sea Gemeinschaft, das sind die Wassergestaltenwandler und die bleiben eigentlich eher immer so für sich. Aber da diese Gemeinschaft auch weiß, wie wichtig Bowen quasi für dieses Bündnis ist, was an dieser Reihe, in dieser großen Reihe ja jetzt erst entstanden ist, hat man halt sein Leben gerettet. Und Bowen erwacht jetzt nach einigen Wochen auf dieser Station der Black Sea Gemeinschaft irgendwo unten im Ozean und ja, muss erstmal irgendwie gucken, dass er mit sich wieder zurechtkommt, dass er mit sich wieder klarkommt, dass er erstmal verarbeitet, was eigentlich alles passiert ist. Und als er zu sich kommt, trifft er als allererstes auf Kaya. Und Kaya ist die Köchin dieser Tiefseestation, auf der er sich befindet, aber gleichzeitig auch beste Freundin der Ärztin und Wissenschaftlerin, die Bowen das Leben gerettet hat. Und deswegen hilft sie immer mal aus auf der Krankenstation, denn ihre beste Freundin ist gerade hochschwanger und wollte eigentlich einen ruhigen machen und hat dann auch, wie gesagt, sich entschieden, Bowen zu retten mit so einer ganz, ganz neuen Technik. Und Kaya hilft ihr halt dabei. Und ja, so begegnen sich die beiden. Und wie es halt bei dieser Reihe immer so ist, sie sahen sich und sie fanden sich toll und sie verliebten sich. Und diese Anziehungskraft, diese magische, die da immer ist. Und ja, so war es auch bei den beiden. Und Bowen ist von Anfang an Kaya interessiert und sie aber nicht so richtig an ihm. Und ja, was dann halt mit den beiden passiert und wer der Attentäter denn eigentlich war, der auf Bowen geschossen hat, das ist es, worum es in diesem Buch hier schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass mir das Buch wieder richtig gut gefallen hat. Ich liebe die Handlung, ich liebe die Charaktere, ich liebe die Welt einfach, in der das Ganze spielt. Und man hat hier so einen ganz kleinen, ganz, ganz kleinen Blick auf einen meiner Lieblinge gekriegt, und zwar auf Kit von den Leoparden. Ich liebe die Leoparden. Die Leoparden ist das erste Gestaltenwandlerrudel, was man in dieser Reihe kennenlernt. Und sie sind und bleiben meine Lieblinge. Gleich danach die Snowdancer-Wölfe und dann kommen die Bären. Und ja, aber man hat hier so einen ganz kleinen, in dieser einen Szene hat man Kit gesehen. Und ich habe den so gefeiert in der ersten Staffel. Und ich hoffe auch, dass Kit irgendwann seine eigene Geschichte bekommt. Das würde ich mega, mega gut finden. Auf jeden Fall fand ich das Buch richtig gut. Ich fand die Geschichte toll und alles drum und dran. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe einfach die Gestaltenwandlerreihe. Und ich finde es halt auch immer noch toll, dass diese Hintergrundgeschichte, die ja im Hintergrund immer noch mit spielt, halt auch weitererzählt wird, dass sich das alles weiterentwickelt und im stetigen Wandel ist und dass die Autorin sich halt auch immer wieder was Neues ausdenkt. Man denkt sich so, was soll denn jetzt noch kommen? Und dann haut Lanini Singh nochmal so einen kompletten Plot-Twist in die Geschichte und du denkst dir nur so, wow. Und ja, ich liebe diese Reihe einfach. Ich liebe Das Licht des Ozeans. Ich liebe Bowen und Kaya, die sind einfach ein so tolles Paar und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer lest die Gestaltenwandlerreihe alle 18 Bände.
Es ist schon echt erschreckend, wenn man immer hört, 18 Bände und man will mit dieser Reihe anfangen. Und man muss sich dann durch 18 Bände kämpfen, ehe man so auf aktuellen Stand ist. Aber ich habe es ja damals so gemacht, dass ich jeden Monat ein Band dieser Reihe gelesen habe. Das hat bei mir dann 1,5 Jahre gedauert, ehe ich auf aktuellem Stand war. Aber es hat sich gelohnt. Und ich kann euch diese Reihe immer wieder nur empfehlen, wenn ihr gerne so Urban-Fantasy-Geschichten lest, die so ein bisschen in der Zukunft spielen, wo es 3 verschiedene Arten von Menschen quasi gibt auf unserem Planeten. Und ja, ich liebe diese Geschichte einfach, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ja, lest diese Reihe. Es ist einfach ein Traum. Das war mein Lesemonat vom Januar und Februar. Das Video wird wahrscheinlich extrem lang. Ich hoffe, es ist nicht allzu verwirrend geworden. Wie gesagt, an manche Sachen konnte ich mich auch einfach nicht mehr erinnern. Und bei manchen Büchern verlässt mich mein Gedächtnis dann auch irgendwann bei der Masse an Büchern, die ich halt auch einfach lese. Und ja, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare, außer beim Märchenerzähler. Ich will dieses Buch aus meinem Gedächtnis löschen. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich hoffe, dass wir jetzt wieder auf aktuellem Stand so langsam sind, dass ich auch wieder meinen regulären Rhythmus habe, was die Videos betrifft. So. Bis dann, macht's gut. Tschüss.